Klößchen oder Kartoffeln? Oh, das riecht, Leute, das riecht einfach so ein bisschen nach Weihnachten und Weihnachtsmarkt. Sag mal, willst du eigentlich Klöße essen oder bist du Kartoffeln? Ui! Ja, wissen ja die wenigsten, aber Tom ist ja Profikoch. Da können wir eigentlich noch ein paar Zuschauer hier einladen, oder? Ja, bei der Masse? Ja, definitiv können wir ein kleines Zuschauertreffen machen. Hey Leute, ich bin's Tom. Willkommen zurück bei einer neuen Folge der Outdoor Kitchen. Und wir wollen heute was richtig Geiles kochen, denn heute gibt es Ente mit Rotkohl und Klößen bzw. Kartoffeln. Fritz arbeitet schon wieder im Prepper Camp und wird später beim Essen mit dabei sein. Also seid gespannt und wir fangen jetzt erstmal an. Ihr habt es im Hintergrund bestimmt schon gesehen, die Bänke sind jetzt endlich fertig. In der vergangenen Baufolge habe ich ja schon den ersten Teil dieser Bänke quasi gebaut. Und in der Folgewoche gibt es dann quasi den kompletten Bau der Bänke mit allen Sachen, die dabei schiefgegangen sind, bzw. auch die Überlegung, die dahinter stecken. Darum werden wir da jetzt gar nicht so richtig ins Detail gehen. Ich wollte euch nur zeigen, es ist schon fertig und in der nächsten Woche geht es dann weiter mit dem nächsten Teil des Bauvideos. Aber wisst ihr, was das Schönste an den Bänken ist? Dass wir jetzt Möglichkeiten haben zum Abstellen. Und das werden wir jetzt mal nutzen, denn jetzt geht es auch schon an die Materialien. Wir werden jetzt hier gleich noch die Reste verwerten von dem Bau der Bänke. Und zwar haben wir natürlich immer noch so ein paar, ja ich sag mal, Reststücke. Die eignen sich aber wahrscheinlich sehr gut nachher fürs Feuer. Ich sag mal so, also hier auf den Bänken lässt sich schon richtig gut sitzen, die sind doch übel stabil. Ich hatte euch in den letzten Videos immer mal gesagt, dass ich hier verschiedene Varianten euch zeigen werde, wie man ein Feuer entfachen kann. Und heute nehmen wir dazu mal ein in Wachs getränktes Wattepad, ganz handelsüblich aus dem, ich sag mal, Einzelhandel. Und die Mädels, ihr werdet es kennen, das sind diese Kosmetiktücher. Die verwenden wir jetzt allerdings zum Feuer anmachen. Und zwar sind die einfach in Wachs getränkt und wir reißen das hier einmal so auf und dann werden wir das nachher hier entzünden. Aber da das Wattepad vermutlich nicht reichen wird, um das Anzündholz anzuzünden, werden wir hier nochmal einen Fässerstick selber herstellen. Und zwar machen wir hier mit dem Mora-Messer hier ganz kleine feine Holzlocken, sodass wir die dann richtig gut entzünden können in Kombination mit dem Wattepad. Also so ein kleines Löckchen machen wir jetzt quasi überall. Hat die Flamme auf jeden Fall eine ordentliche Angriffsfläche und alles wird sich hier sehr schön entzünden. Jetzt sehen wir hier schon, dass wir hier einige, ich sag mal, Holzlocken haben. Das sieht doch schon ganz gut aus. Aber ich denke mal, ein paar braucht man noch, damit das richtig gut wird. Die Kunst hierbei ist natürlich nicht so doll aufzudrücken, dass man quasi das Holz schnitzt, sondern wirklich nur so ganz oberflächlich so ein paar Holzspäne quasi löst. Und ihr seht schon, so einfach ist es gar nicht, für einige Holzspäne habe ich hier tatsächlich schon gelöst. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal an, was wir eigentlich alles für Ente mit Rotkohl und Klößen hier mitten im Wald alles brauchen. Wenn du das Rezept übrigens mal nachkochen möchtest, findest du das auf meiner Webseite. Das kannst du dir kostenlos herunterladen und das Ganze einmal zu Hause oder auch irgendwo anders nachkochen. Ich freue mich sehr, wenn du mir einfach ein Foto schickst von dem Ergebnis, was da bei dir rausgekommen ist. Um das Ganze jetzt hier draußen im Schwedencamp kochen zu können, brauchen wir als allererstes den Feuerstahl in Kombination mit dem Messer, das Wattepad, unseren selbst hergestellten Fässerstick, Anzündholz und etwas größeres Holz. Jetzt schauen wir uns doch auch nochmal an, was wir heute technisch alles benötigen. Und zwar brauchen wir einmal einen Dutch-Ofen für die Ente an sich. Das ist jetzt der FT9 von der Firma Petromax mit 9 Litern Inhalt. Dann haben wir hier noch den FT4,5 mit 4,5 Litern Inhalt für den Rotkohl. Und noch einen dritten Topf für quasi die Beilagen. Hier werden wir nämlich nachher die Klöße drin kochen. Ansonsten brauchen wir natürlich noch den Deckelheber für die jeweiligen Dutch Oven und natürlich noch etwas zum Umrühren. Ich habe mich hier, wie ihr schon wisst, für Holzlöffel entschieden. Jetzt schauen wir uns doch mal an, wie wenige Zutaten wir eigentlich für die Ente benötigen. Wir brauchen nämlich zum einen das Entenbrustfilet, dazu noch Zwiebeln, etwas, ich sag mal, Bratenfond oder auch Rinderfond kann man auch ganz gut nehmen. Und dazu, und das ist die Geheimwaffe bei dem Rezept, Backpflaumen. Für mich gehört Rotkohl ganz klar zum Entengericht dazu. Ich finde es super lecker, macht einen super Geschmack und darum habe ich mich jetzt hier für einen ganz klassischen Rotkohl entschieden. Ist nach dem Traditionsrezept gut, den machen wir aber noch schicker. Und zwar brauchen wir dafür eine Zwiebel, einen Apfel und natürlich noch Schmalz. Für mich gehört eine richtige Beilage auch immer noch zu einem Rezept dazu. Und zwar habe ich hier zwei Stück, einmal Kartoffeln, die wir dann zusammen entweder in der Ente oder in dem Rotkohl mitkochen werden. Und nochmal hier in dem Extratopf die Kartoffelklöße. Ich habe mich jetzt
hier für die, ich sag mal, Kaufvariante entschieden im Kochbeutel. Wenn ihr aber ein Rezept habt für richtig geile selbstgemachte Kartoffelklöße, dann freue ich mich, wenn ihr das hier unten mal in die Kommentare schreibt oder mir einfach eine E-Mail oder per Instagram schreibt. Ich habe nämlich noch selber noch kein Kartoffelklößrezept, würde mich mega freuen, wenn ihr eins habt. Ganz wichtig ist noch, wir brauchen für das Rezept ansonsten keinerlei Gewürze, außer noch Salz. Ich habe mich jetzt hier für das Ankerkrautsalz entschieden und ja, das ist ein Meersalz in feiner Form und das werden wir hier mit in den Topf reinmachen, sodass die Klöße einen schönen salzigen Geschmack bekommen. Damit wir das Feuer richtig schön entzünden können, machen wir das Wattepad einmal so auf und ihr seht es vielleicht schon, dass hier ganz viele kleine Härchen entstehen und die sind halt hochentzündlich. Das Ganze werden wir jetzt in der Feuerstelle positionieren, das Anzündholz quasi wie in so einem kleinen Kamin aufstapeln und dann das Ganze mal entzünden. Seht schon, dass der Fässerstick auf jeden Fall relativ schnell Feuer fängt. Den werden wir jetzt mal hier in die Mitte mitlegen. Und dann stapeln wir das andere Holz mal außen drum rum. Wie ihr es im Hintergrund wahrscheinlich schon hört, wird sich das Feuer jetzt hier ordentlich entfachen, denn wir brauchen nachher eine vernünftige Glut. Jetzt fangen wir doch mal an mit den Vorbereitungen zum Essen kochen. Wir beginnen hier einfach mal mit den Zwiebeln. Ihr hattet ja auch in den letzten Videos immer angemerkt, dass ich ein paar zu wenig Zwiebeln verwendet habe. Das soll diesmal anders sein. Wir wollen hier auch ein richtig kräftiges Aroma haben, richtig schönes, deftiges Essen. Und darum habe ich jetzt hier mal schnell 4 Zwiebeln mitgebracht. Die werden wir ja mal fix schneiden. Die Größe ist eigentlich relativ egal. Je feiner, ich sag mal, desto weniger merkt man sie hinterher in der Soße. Mich persönlich stört es aber nicht. Und da das Gericht sowieso, naja, so anderthalb Stunden kochen muss, ist es auch gar nicht weiter wild, weil die sowieso total zerkocht sind. Also nachdem wir jetzt die Zwiebeln geschnitten haben, ist das Ganze wirklich so kinderleicht, das könnt ihr euch kaum vorstellen. Das ist jetzt hier ein Bratenfond, ich glaube, das könnte eine gute Basis sein. Das kippen wir jetzt hier mal einmal in den Dutch Oven rein und dann schauen wir mal, wie viel Flüssigkeit wir schon haben. Gegebenenfalls werden wir das Ganze nämlich noch mit Wasser auffüllen. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Wir haben hier vielleicht so 2-3 cm den Boden bedeckt. Also wie gesagt, der Boden ist jetzt ungefähr 2-3 cm mit diesem Fond bedeckt. Jetzt packen wir einfach nur ganz entspannt hier die Ente mit rein. In dem Fall sind es ja 3 Stück, hatte ich ja schon gesagt. Und der FT9 ist dafür tatsächlich sehr gut geeignet, weil er natürlich eine große Grundfläche hat. So, wie ihr seht, schwimmt die Ente jetzt schon nahezu in diesem ganzen Sud. Und jetzt kippen wir einfach die Pflaumen in Kombination mit den Zwiebeln dazu. Ob ihr mir das glaubt oder nicht, das war es jetzt auch schon. Wir haben jetzt hier die Ente drin, wir haben Backpflaumen drin, wir haben die Zwiebeln drin und noch diesen Bratenfond. Jetzt werden wir hier den Deckel mal drauf machen, das Ganze aufs Feuer stellen und dann muss das Ganze einfach nur gut 90 Minuten köcheln. So, der erste Dutch Oven ist auf jeden Fall schon mal auf dem Feuer drauf. Jetzt kümmern wir uns mal um den Rotkohl und dafür schneide ich jetzt eine Zwiebel, relativ klein. Und ja, dann wird das auch schon relativ zügig dann draufgestellt. Theoretisch ist Rotkohl eines der einfachsten Sachen, die es irgendwie auf der Welt gibt. Anjo! Ja, ja, so wartet eben 5 Minuten vor dir kommen bist auch. Ich habe hier noch Rauchschwaden gesehen und dachte bei den Rauchzeichen von Mediana da drüben, gucken wir mal rüber, ob er noch lebt. Mhm. Ich glaube, Fritz ist schon rübergekommen, weil der schon Hunger hat jetzt. Das ist richtig. Weißt du, was es heute gibt? Weihnachtsessen. Weihnachtsessen? Ich muss sagen, hier mit den Holzbänken, das ist schon wirklich ein krasser Unterschied zu vorher. Ich meine, ich kann hier sitzen und schneiden, das ist schon mal richtig geil. Mal gucken, wie es hier im Schwedencamp übrigens so weitergeht. Wenn ihr Ideen habt, was wir hier in Zukunft oder auch ganz bald schon bauen sollen, dann schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ich habe zwar schon so ein paar Ideen, aber ich hätte es gerne so, dass das hier ein Community-Projekt wird und dass wir quasi alle zusammen hier in dem Schwedencamp mitwirken. Worauf ich auf jeden Fall auch richtig Bock hätte, wären so Teller und Besteck und irgendwie so ein Pfannenwender irgendwie und Schüsseln selber zu machen. Ich glaube, das werde ich mal mir für das nächste Frühjahr vornehmen, da mal ein bisschen so in die Schnitzerei so reinzugehen. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf und ich glaube, das könnte vom Stil her auch ganz gut in Schwedencamp passen. Aber wir waren beim Rotkohl stehen geblieben und den machen wir jetzt. Wie ihr wisst, ist Rotkohl eines der einfachsten Sachen, die es irgendwie auf der Welt gibt, vorausgesetzt,
ihr habt hier schon so einen fertigen Rotkohl. Es hätte natürlich auch die Option gegeben, hier richtig den Rotkohl, sage ich mal, zu reiben. Aber ich habe mich jetzt erstmal für die Variante entschieden. Seht es mir bitte nicht nach. Ich persönlich finde, dass Schmalz auf jeden Fall die absolut beste Grundlage für einen Rotkohl ist. Ich nehme jetzt hier mal so einen relativ großzügigen Esslöffel, ne, so ungefähr, und mache das jetzt hier mal in den Dutch Oven rein. Dann stellen wir den mal drauf und wir schauen mal, wie die Hitzeentwicklung quasi jetzt schon mal auf dem Feuer ist. Vorher schauen wir sicherheitshalber nochmal nach, ob wir genug Flüssigkeit noch im Dutch Oven haben, weil wenn ihr euch an das Gulasch-Video erinnert, ist das ein bisschen angebrannt. Leute, ihr erinnert euch wahrscheinlich noch an die Gulasch-Aktion. Ja, da ist es uns leider ein bisschen angebrannt. Das werden wir dieses Mal verhindern, indem wir ein bisschen früher nachgucken, wie es hier im Töpfchen aussieht. Und ganz ehrlich, wenn ihr noch nicht zum Mittag gegessen habt, dann haltet euch jetzt mal fest. Wow, geil. Schnell wieder Deckel zumachen. Das sieht nämlich gut aus. Jetzt kommt der Kollege einfach hier direkt rein. So dürfte das schon passen. So, jetzt schauen wir mal. Ja, den Deckel kriegen wir noch gut auf und der Schmalz, der verflüssigt sich sogar schon. Und das ist jetzt so ein Moment, wo wir schon mal die Zwiebeln dazugeben können, dass die hier schon mal langsam mit anschmoren. Und dann können wir das Ganze schon mal umrühren und schauen, ob wir gleich auch schon den Rotkohl dazu packen. Ja, ich denke, jetzt können wir auf jeden Fall den Rotkohl schon mal hier reinmachen. Nachdem jetzt der Rotkohl ungefähr so 15 Minuten schon mal ein bisschen geköchelt hat, schäle ich jetzt noch den Apfel, mache den in kleine Stücken und dann kommt er da mit rein und ich sage euch, das wird richtig gut. Ja, im Anschluss sind eigentlich nur noch die Beilagen zu kochen. Da werde ich jetzt einen Topf mit Wasser aufsetzen und da kommt auch das Salz dann rein. Das ist übrigens das einzige Gewürz, was in dem ganzen Essen verkocht wird, wenn man so will. Und genau, dann werde ich schon mal die Kartoffeln schälen und die kommen dann später noch zur Ente mit dazu. So. Das ist hier schon mal der Rotkohl. Oh, es riecht schon richtig gut, Leute. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen Apfel rein. Und zwar irgendwie so ganz grobe Stücken, gar nicht so dolle fein. Ich finde, die kann man nämlich ruhig schmecken direkt beim Essen und nicht nur das Aroma. Wenn ihr noch nie so richtig draußen gekocht habt, kann ich das euch auf jeden Fall empfehlen. Macht es einfach draußen bei euch im Garten oder so. Ihr braucht doch gar nicht viel. Ihr braucht im Grunde genommen nur eine Feuerstelle und so ein bisschen Basis-Equipment. Und welches das ist, das habe ich auch auf meiner Webseite geschrieben. Schau da ruhig mal drauf, wenn du damit noch keine Erfahrung gemacht hast. Ich habe nämlich da meine Ausrüstung für dich nochmal aufgelistet. So Leute, es wird jetzt mal höchste Zeit zu gucken, was die Ente jetzt hier macht. Ich habe ein gutes Gefühl, jetzt sind ungefähr 90 Minuten vergangen und ich glaube, jetzt könnte es gleich Essen geben. Boah, krass. Hört ihr, wie das blubbert? Im letzten Schritt machen wir jetzt noch die Kartoffeln rein, sodass wir hier quasi Ente mit Kartoffeln haben, in Kombination mit Rotkohl und Klößen. Hier seht ihr nochmal die aktuelle Konstruktion. Unten ist quasi die Ente drin mit den Kartoffeln in der Soße. Darüber der Rotkohl mit den Zwiebeln, dem Apfel und natürlich dem Schweineschmalz. Und oben drüber köcheln schon die Klöße. Und wir können ja mal einen kurzen Blick wagen, wie es hier aussieht. Eieieiei, das sieht schon richtig gut aus, oder? So, sehr verehrte Damen und Herren, das Essen ist angerichtet. Wir werden jetzt mal Herrn Meinecke holen und der wird dann quasi mal die Kostprobe machen. Hast du Hunger mitgebracht? Alter, ich hab richtig Hunger. Knast. Junge, jetzt bin ich aber gespannt hier. Setz dich erstmal auf die neuen Bänke. Guck doch mal meine Knie an. Ja, du hast die arbeitet, glaube ich, ne? Ja, wie ein Tier. Aufgerissen hier schon der Mist. Und die Bänke, wie sitzen sie sich? Die sitzen vorzüglich. Ich habe aber meine Isomatte nicht mit. Deswegen sitze ich auf zwei Handschuhen. Das ist nicht so geil. Oh, aber die Wärme ist gleich schön hier. Es ist, ist einfach eine angenehme Wärme, wenn so ein Holz brennt. Ist ganz anders als so eine Pinguinheizung. Ich würde sagen, wir legen mal los und tun jetzt direkt mal auf. Sag mal, willst du eigentlich Klöße essen oder bist du Kartoffeln? Klöße, ich will mal ein Kloß auch mal. Aber wir haben 6 Stück, mal gucken, ob das überhaupt reicht. Ja, ich nehme erstmal ein Kloß. Erstmal ein, ist nicht schlecht. Zip. Ich mach den gleich mal auf, ja? Ja, mach das mal.
Ich glaube, das ist ein bisschen wässrig, aber wir schauen mal. Okay, das sieht mal gut aus. Was nehmen Sie? Ich gönne mir auch gleich mal so ein Klößchen. Klößchen. Leute, schreibt in die Kommentare, was würdet ihr jetzt nehmen? Klößchen oder Kartoffeln? Jetzt nehmen wir ganz professionell mal den Topf ab. Das sieht wirklich sehr professionell aus. Ja. Möchtest du Rotkohl? Ich verstehe die Frage nicht. Ist auch mit Apfel. Nice. Ist auch gesund. Lass mal einen Blick hier reinwerfen da. Oh. Junge, Junge, Junge. Da können wir eigentlich noch ein paar Zuschauer hier einladen, oder? Bei der Masse? Ja, definitiv können wir ein kleines Zuschauertreffen machen. Könnt ihr euch jetzt in den Kommentaren bewerben. Ist das so ausreichend? Das ist sehr gut. So, Rotkohl ist auch erstmal durch. Machen wir einen Deckel drauf, falls wir nochmal Hunger kriegen. Boah, das riecht, Leute. Das riecht einfach so ein bisschen nach Weihnachten und Weihnachtsmarkt. So, und jetzt sei mal gespannt, wie das hier aussieht. Bist du bereit? Völlig angebrannt, der Mist. Ui! Gönjamin vom Allerfeinsten. Ja, das hier Entenbrustfilet? Nee, ich gehe kaputt. Mit köstlichen Kartoffeln. Und die Soße besteht vor allem aus Pflaumen. Alter. Kann man sich geben, oder? Kann man sich gut geben. Man muss natürlich zwischendrin Nase putzen, absolut richtig. Meine Hände sehen auch gut aus. Man muss nicht immer vorm Essen die Hände waschen. Das ist Quatsch. Ja, weil Dreck ist auch reinigt den Magen. Wissen die wenigsten? Meinst du, ob es angebrannt ist? Ah. Ach, sieht eigentlich ganz gut aus. Unten ist ja sowieso so eine Fettschicht, da ist es überhaupt nicht so schlimm, wenn die ein bisschen angebrannt ist, weil man die in der Regel sowieso nicht mit isst. Na klar, man kann es auch schön reden. Ist es tatsächlich echt so? Ist es wirklich echt so, ja. Ihr wissen ja die wenigsten, aber Tom ist ja Profikoch, hat ja studiert als ein Koch. Studiert als ein Koch? Ja, studiert als ein Koch, mit erst Master, später noch ein Bachelor nachgereicht. Leute, ganz ehrlich, das kann man sich auf jeden Fall geben. Ja, das kann man so geben, dass Tom erstmal hier auf meinen... Hat er gar nicht. Da, doch, guckt er doch. Schön aufgekleckert. Das passiert. Das passiert dem Besten. So. Okay, Topf erstmal runter, nicht, dass uns wieder verquatscht und alles anbrennt. Das wäre nicht so gut. So. Können wir jetzt auch mal essen? Können wir jetzt auch mal essen. Jetzt geht's los. So, Dille. Guck mal, ich habe eine Gabel. Ja, nehme ich. Brauchst du ein Messer? Messer, ja. Gerne. Mhm. Kann man sofort probieren, ja. So, dann hauen wir rein. Und sag mal, ob das schmeckt. Ja, Rotkohl bin ich mal voll dabei. Ist angebrannt? Mhm. Der Kloß ist auf jeden Fall auch ready. Ready to eat, Alter. Diesmal sogar mit Soße. Alles top, jetzt noch Fleisch hier oben. Oh, das ist schon mal sehr schön hier, wie sich das trennt. Sie sind eingestellt. Ihr merkt schon, das ist überhaupt nicht schwer. Wenn ihr das übrigens mal nachkochen wollt, findet ihr das Ganze auf meiner Webseite. Da könnt ihr euch das Rezept kostenlos herunterladen und ja, vielleicht kocht das ja noch zu Weihnachten oder so. Ich finde es auf jeden Fall mega lecker. Ich glaube, Fritz kann das auch ganz gut essen. Mega. Aber, ja, genau. Richtig gut. Und ich finde, das kann man auch mal an Ostern essen oder so. Oder im Sommer. Oder definitiv. Herbst anfangen würde ich es mir anbieten. Also theoretisch könnte man das auch noch so machen, dass man zum Schluss alles quasi mit dem Stabmixer nochmal püriert. Und dann kriegt man eine richtig krasse Soße hin. Aber so, da das jetzt so lange hier gekocht hat, ist die Soße auch sehr dickflüssig und passt auf jeden Fall, ja, passt gut, glaube ich, zum Essen. Oh, danach gehe ich ins Bett, ey. Also das hier ist quasi diese Fettschicht von der Ente, aber das esse ich persönlich sowieso nicht. Ich weiß nicht, ob du das unbedingt gegessen hättest. Nö, das ist knüppelhart. Also. Ja, und jetzt ist es sowieso ziemlich hart. Und ja, aber der Rest sieht hier 1A aus. Wir wollen es uns jetzt hier noch schmecken lassen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns am nächsten Samstag um 8:30 Uhr wieder auf meinem Kanal. Habt bis dahin erstmal eine coole Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.